Bitte, Walker, bitte. Sané, Mané, Koulibaly. Was geht ab, meine lieben Freunde, neue Uni und herzlich willkommen zu einem Sissoko Summer Heat vs. Ndombele Summer Heat SBB gegen Asanji Ramadei oder KC Rebel. Was geht ab, meine lieben Freunde, danke für die Einladung. Auf jeden Fall sehr interessant, beide sind ja sehr ähnlich und beide dann im Sturm rocken hier. Bin ich mal gespannt, deiner hat glaube ich sogar 99 Physical, ne? Ja, also Sissoko, der wird bestimmt geisteskrank sein, kam jetzt heute frisch raus. Ich habe euch ja abstimmen lassen, was kommen soll. Das Ägypter-Duell oder das Duell zwischen den beiden Franzosen von Tottenham. Da habt ihr euch hier für die zwei entschieden. Nächste Woche kann das noch mit den Ägyptern kommen, Leute. Und ja, nehmt den Like-Button auseinander. Ihr feiert ja die Kombination mit mir und KC, Alter, ne? Ja, haut rein. Immer Gas geben, immer Support da lassen. Wie viel Likes schafft man denn hier immer? Was sagst du, Uwe? Boah, weil die ist ja immer fünfstellig. Ich sag mal 12.345. Gute Zahl, oder? Das ist doch schwach, hör mal. Wir müssen mal Richtung 20.000 gehen, aber. Dann vielleicht halt auch einmal ein Moment SBPC, komm, ne? Das kommt ja auch noch die Tage. Ja, wir machen auf jeden Fall die 22.222 Likes voll, oder? Was sagst du? Gib mir Gas. Die beiden Armeen ist machbar. Ja, ja, SBB, Leute, wir starten rein. Morgen kommt natürlich auch noch ein Video, ihr wisst Bescheid. Wir sind in zwei Wochen, oder heute in einer Woche sind wir im Urlaub. Deshalb werden ein bisschen weniger Videos kommen, Leute, aber wir werden vorproduzieren. Und ich würde sagen, wir halten direkt rein. Ich habe 4-3-3, du hast 4-2-2-2 und wer hält rein? Soll ich zuerst reinhalten? Du entscheidest, komm. Komm, ich halt zuerst rein. So, ich mache deinen LZOM und LZM. Okay, LZOM ist mein asiatischer Bruder. Ich hoffe, du hast nicht aufgeschrieben. Das ist die 91er Team of the Week Moment Karte von Hyungmin Son. Ja? Und als ZDM habe ich natürlich auch eine andere Summer Heat Karte dabei. Das ist Fabinho, auch richtig nice. Ah, Fabinho, immer, da bist du mir ein Schlingel. Ich habe den Kanté geschrieben, aber den Asanji Ramadei Son habe ich da aufgeschrieben. Fängt ja schon katastrophal an, ey. Ja, oh shit. Da würde ich sagen, pack mal auch direkt mal den Bronze-Keeper bei dir hin. Okay, komm, rechter Flügel. Da habe ich eine nicht so teure Karte, aber die Karte ist eigentlich geil. Und zwar haben wir da Shapeshifter Lucas Moura. Mit dem grünen links zu Sissoko und linker Flügel. Wenn du den hast, dann stoße ich jetzt schon mal freiwillig ab. Und zwar habe ich dort den guten Perisic Summer Heat. Boah, Alter, krass. Ja, ich bin mit zwei Franzosen gegangen. Ben Yedda und dem Franck Ribéry, leider. Let's go, Alter. Ja, war auch schon so ein bisschen meine Idee. Ribéry feiere ich zurzeit auch nochmal. Aber ja, war wohl ein Griff in die Toilette. Okay, dann geht's weiter mit den nächsten drei Spielern. Let's go. So, Freunde, die nächsten drei Positionen bei Uni sind das die drei ZMs. Ich hoffe, ich kann wenigstens einen treffen. Das sind eigentlich, glaube ich, keine schlechten Versuche von mir. Gucken wir mal. Entweder du hast jetzt den 31er-Move gemacht und drei Bayern-Spieler aufgeschrieben, weil ich muss ja jetzt einen Bayern-Spieler nehmen, damit Perisic auf volle Chemie kommt. Ich glaube, ich hatte 5 zur Auswahl ungefähr. Ja, scheiße, Alter. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast den, ich weiß aber nicht warum, da habe ich den guten, habe ich in Rot den Joshua Kimmich 96 habe ich genommen. So, dann in der Mitte ZM habe ich erstmal meine Ikone und ja, ist ein bisschen offensiv, aber ich denke mal, der passt da gut rein und zwar ist es mein 91er Ronaldinho, den ich gezogen habe in der SBC und im rechten ZM, da habe ich einen Landsmann-Kollegen und zwar Shapeshifter Marcelo. Alter, Junge, ich habe so Pech, ich habe nicht den 31er-Move gemacht, nur einen Bayern-Spieler aufgeschrieben, Deutscher. Goretzka leider. Oh. Da habe ich auch zwei Brasilianer aufgeschrieben. Auch eine Ikone. Nein. Aber Sokrates. Und den David Luiz habe ich dann noch aufgeschrieben. Oh. Mann, Alter, wie knapp. Alter, du warst ja auf der richtigen... Kylie! Mein Gott, Moment, Leute. Mein Hund ist wieder am Durchdrehen. Augenblick. Okay, dann würde ich sagen, Leute, halte ich jetzt mal rein. So, let's go. Ich sag mal so, ich glaube, wenn du auf der richtigen Spur bist, hast du alle drei. Ansonsten, bist du auch, ja, sonst ist RIP für mich oder RIP für dich. Okay. Ich habe schon mal meiner Community gesagt, ich wollte die unbedingt einbauen. Vielleicht haben die gesnitcht, ich weiß nicht. Vorne haben wir den Summer Heat Belotti. Ja. Dann haben wir einen Spieler, den habe ich dir empfohlen und ich hoffe, der kann mich heute zum Sieg schießen. Das ist der Verdi, ja, Summer Heat. Und dann, um das alles natürlich zu vervollständigen, habe ich noch den Tonali. Dann ist das magische italienische Dreieck fertig. Du kannst ja fast machen, was du willst. Also ich habe
Ja, ich bin in die falsche Liga gegangen. Ich bin in die spanische. Benzema, Fekir und Casemiro habe ich aufgeschrieben. Jawohl, ja, das ist natürlich sehr gut. Nice. Okay, dann kommen jetzt die beiden Außenverteidiger. Let's go. Okay, Leute, wir kommen jetzt zu den beiden Außenverteidigern. Ja, ich glaube, ich bin irgendwie auf der richtigen Spur. Ich glaube, einen habe ich von beiden. Ich habe es im Gefühl. Mal gucken. Das kann gut sein. Das kann echt gut sein, weil jetzt im Nachhinein dachte ich, ich wäre ein Fuchs. Aber jetzt, wenn ich mir noch angucken könnte, ist es doch ein bisschen offensichtlich sein, weil mein Team sieht hier ein bisschen ja, gleich aus, weil mein Rechtsverteidiger ist auch ein Summer-Hit-Spieler. Und das ist der 95er Danilo, der gerade sein Upgrade bekommen hat. Der sieht richtig krank aus. Ich glaube, das ist der beste Rechtsverteidiger im Game, nur von den Sets gesehen. Und der andere Spieler, den könntest du natürlich auch haben, das ist meine erste Totti-Karte im Team und das ist Andrew Robertson. Mann. Ich habe Masuaku aus Summer Heat und Hatebur habe ich rechts aufgeschrieben. Also, linke Seite hatte ich jetzt auch wieder viele Optionen, um da, ja, die Seite voll mit grünen Links zu machen. Da bin ich einfach furztrocken mit dem guten Davis Tots gegangen. Rechtsverteidiger, ich überlege, nehme ich Carvajal oder nehme ich doch den guten Future-Star Emerson. Und den habe ich genommen, Emerson. Die zwei habe ich. Ey, du hast aber heute auch Glück ohne Ende, Mann. Was denn? Ich habe nämlich Carvajal aufgeschrieben. Oh. Und ja, links kannst du ja machen, was du willst. Und da habe ich dasselbe wie du aufgeschrieben, Masuaku. Mann! Hä, wieso hast du Masuaku? Okay, Leute, wir machen weiter. Bruder, ich habe mal 4-3-3. Hast du auch aufgeschrieben, oder? Hast du irgendwas anderes? Ja, ich hab nicht drauf geachtet, Digga. Ich hab einfach geguckt. Ich dachte, du könntest einfach irgendjemand da hinstellen. Du bist so ein richtiger Heiko Westermann, Alter. Bester Mann. So, Freunde, die letzten drei Positionen. Meine letzte Chance, noch was zu snipen. Ich bin komplett all in gegangen, weil du kannst ja wirklich gefühlt alles da machen, ne? Weil ich das jetzt richtig gesehen habe, deswegen. Ja, also, ja, ich finde meine Auswahl eigentlich ganz in Ordnung. Mal gucken, ob du drauf gekommen bist. Linke Innenverteidigung, da habe ich den guten Kanté Shapeshifter. Rechte Innenverteidigung habe ich meinen frisch gezogenen 89er Varane in Rot. Und im Tor habe ich den guten Hugo Lloris, Road to the Final. Holy shit, da hast du mich eigentlich ja, gut hops genommen. Bist ja in die, ja, mit Franzosen gegangen. Ich bin in die La Liga Santander gegangen und habe glücklicherweise irgendwie Varane getroffen, weil ich habe Ramos, Varane und Courtois aufgeschrieben. Nein! Das heißt, super. Ein Bronzetor für dich. Boah, in die Innenverteidigung auch noch, geil, ey. Ich habe ja noch eine Ikone offen, ne? Eine Ikone habe ich noch offen und da habe ich meinen Carlos Alberto Innenverteidigung reingebuttert. Oh mein Gott, ich habe die Ikone vergessen, ich bin so dumm. Und, hoffentlich kein Prank jetzt von dir, ja, auf der rechten Innenverteidigung habe ich dann den Diego Carlos und ich habe mich eben fast verblabbert, wenn du mir zugehört hast. Ich habe gesagt, meine erste Totti-Karte. Das war schon ein bisschen dumm, weil ich habe noch eine zweite Totti-Karte und das ist der Allison im Tor. Okay, gut, du hast mich hops genommen. Ich hab die Ikone voll vergessen, jetzt hab ich selber reingeschissen. Ich hab dich gerade noch ausgelacht wegen Masuaku. Jetzt hab ich voll vercheckt. Ich hab nämlich wirklich Van Dijk, Romagnoli und Donnarumma aufgeschrieben, ey. Das wäre auch eine krasse Kombi, ey. Nice, ja, das ist okay. Dann haben wir beide wohl einen Torwart drin, ey. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, starten wir rein ins Game. Lasst einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, here we go. Okay, Leute, wir starten rein. Sissoko, der Stürmer hier, let's go. Mal gucken, was er drauf hat. Ronaldinho, El Maestro. Wie geht der schon durch hier? Komm an, Okay, Sie hat doch letztes Mal fast Elite 1 geholt in der Weekend League. Da müsst ihr mich doch abziehen jetzt hier als Goldspieler. Ja, du hast Elite 1 geholt, deswegen. Sissoko, my name is Sissoko, my name. Komm hier, was ist das? Thunfisch, Tonali, Thunfisch. Wichtig, wichtig, komm schon. Soko bist du ja noch nicht so viel gesehen. Jetzt schick ihn mal. Ronaldinho, jetzt kommt dein Moment auf Marcelo. Der Arsch. Jawohl! Oh mein Gott. Oh. Jawohl, Junge. Marcelo, 1-5. Ja, war gut gemacht, muss man sagen, ey. Geiler Trick. Komm, Jungs. Wo seid ihr, Mann? Ich hasse auch die 4-2-2er eigentlich. Jawohl, jetzt Sissoko. Finesse! Oha! Sissoko! Der kann schießen, der Junge! Macht euch die SPC, die ist geil! Digga, was ist das denn? Zu krass. Nee, ich hab nicht bewegt. Weiß auch nicht was. Nein, ja, nein! Belotti! Belotti, Zanotti, Carotti, Galanti! Komm, ja. Junge, was ist das denn wieder? Der war wieder flink, der Hund. Oh, komm, Belotti! Ey, du hast so viele Chancen gehabt, ey, die kannst du nicht machen. Nein. Komm jetzt bitte. Boah, was eine Grätsche von Kanté, Junge! Nein, kein Abseits! Ja! Ja, Mann! Ey, Dombele! Mann! Dombele! Ja, hast du dir verdient, das Tor?
Ey, was ist denn jetzt hier los? Jetzt kommt Momentum, zweite Halbzeit. Komm, ein guter Pass, ja voll. Oh, was? Belotti, nein. Oh, oh. Grätsche aus der Hölle, ey, Belotti. Ey, oh, ja, Tonali, ist was los? Oh mein Gott, stark. Oh mein Gott. Oha, was ist das? Ich war einfach alleine mit dem Dombele. Was ist das denn? Tanguy, Alter. Dang, 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 dang. Alter, Junge, was ein Schuss. Nein, was ist denn mit deinem Belotti, Alter? Was hast du denen in der Halbzeit gegeben? Nein. Ey. Check. Du hast denen doch Peking-Ente zur Halbzeit gegeben. Was ist das denn hier? Alter, einfach ein Hattrick bei den Dombele. Das ist mein Torwart! Bitte nicht, nein! Marcelo! Das gibt's doch nicht, Alter! Ey, 92. Da ist er! Junge, wieder ein Eckball-Taktik, ey. In letzter Sekunde, Alter. Ich geh kaputt. Ist der Marcelo? Oh nein, nein, nein. Junge, Marcelo, Alter, der Typ ist anders, Alter. Der ist anders, Shapeshifter. Was geht ab bei dem? Geil, besser als Ronaldinho. Wer ist das? Fabinho. Jawohl. Ey, jawohl. Marcelo, ach, Ronaldinho. Nein. Nicht wieder. Ey, Belotti, Alter. Das kann doch nicht sein, Mann. Belotti, Belotti, Digga. Renn, Junge. Fährt. Fährt. Sissoko! Yes! Typisches FIFA-Tor, Alter, da ist er doch! My name is Sissoko! Was ein Scheiß-Tor! Dann wieder Tor! Wichtig, komm! Nein! Ey! Come on! Willst du mich verarschen, Alter? Was ist das für ein Schuss von deinem Verdi? Junge, ich hab gesagt, er ist gut, Jungs! Ich hab euch gesagt, er ist gut! Wie geht der denn rein, Mann? Nein! Zieh durch! Nein! Ey! Oh mein Gott, Elfmeterschießen. Ey, Ndombele hätte jetzt bei dir alles klar gemacht, ne? Ey, scheiße, Digga, hör doch auf, Mann. Oh mein Gott, Alter, nein. Ey, dann scheiß Ndombele, bitte nicht. Nein, Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, jawohl, oh Gott. Jawohl, oh nein, was? Bitte, halt den, bitte. Ja, Junge, nein. Ich bin wieder da! Ronaldinho! El Maestro! Gaucho! Let's go! Halt den jetzt, bitte, halt den! Wer schießt, Fabinho! Oh nein! Oh, du Hund, Alter! Du bist doch so ein Hund, ey! Oh mein Gott, nein! Nein! Oh shit! Ich hab fast verzogen! Let's nein. go! Let's go, Junge! Da bin ich! Ey, das war ja, glaube ich, mit unser krassestes Spiel überhaupt, sei mal ehrlich. Also was kurz davor, man, die sind schlagen, ey. Ich schwör's dir, das war ja richtig knapp. Boah, ja, was Ndombele, ein wie Game. Hat er nicht gemacht? Was war das für ein Game? Sissoko gegen Ndombele, Alter. Unnormal krank, Leute, Alter. Ey, lasst einen Daumen nach oben da, das war krank. So, Freunde, umgestellt, ein Pick hast du. Oh, gut, wen soll man denn nehmen? Ja, ein Pick, der Pick kann tödlich sein, der kann aber auch komplett in die Hose gehen. Ich würde sagen... Ah, wir gehen mal mit dem linken Stürmer. Nein! Was? Ey, mir war eigentlich alles egal, aber oh mein Gott. Wer? Die Leute, die mich kennen, wissen, was ich über alles liebe. Das ist der Verdi. Oh, du kriegst auch nie Scheiße, wieder, Alter. Oh mein Gott. Ah, Scheiße, ey. Tut mir leid, ey. Ja, ganz kurz davor war ich... eigentlich den Ené zu besiegen, aber hat wieder was ein bisschen gefehlt. Egal, beim nächsten Mal kriege ich meine Revanche. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein bisschen Liebe. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Haut rein und ciao.